Das ist immer schön. Eine Naturwasserdrehstelle nach einer knappen 10-Kilometer-Wanderung im stillen Tal. Herrlich! Es gibt nichts Schöneres. Ach Leute. Gott, ist das kalt, Leute. Wir haben 32 Grad. Mir frieren gleich die Füße ab, aber es macht gar nichts. Ich kann mich auch extra für ältere Damen ein Geländer. Oh, wie schön. Ach Gott, wie das Gefühl ist, wenn er eigentlich so ist. Das ist wirklich genau so kalt wie die Fußball. Aber richtig knackig. So, Claudia hat die Herausforderung angenommen, mehr wie zwei Runden mit eiskalten Gebirgsbüffeln hier zu schaffen. Eins. Ich renne jetzt auch nicht, ja? Nee. Zwei. Ja, hat der Horst gesagt, er kann ihn nicht. Ja. Aber ich kann auch. Angeber. Ja, es ist kalt. Drei Runde. Ja. Ich bin noch nicht fertig. Ah. Eine hänge ich noch dran. Oh, da reißt sich jemand jetzt aber zusammen. Ja. Ich bin mal gewöhnt, ich war nicht noch dran, muss man sagen. Dass einem die Füße abfrieren. Man genießt es. Macht ihr da noch mehr was? Na, eine Handvoll schaffe ich jetzt. Ja. Das war jetzt die fünfte. War das der fünfte? Ja, schon. Das ist die fünfte. Jetzt ist es der fünfte. Die fünfte fertig. Ja. Eigentlich doch. So, jetzt gehe ich hier halt noch zum Bravo, Applaus, Applaus. Fünf Runden im eiskalten Wasser. Und ja. Noch eine sechste, oder? Nee, sie schafft es nicht. Nee, sie muss raus. Ah, doch, die sechste Runde. Jawohl, Weltrekord. Jetzt gehen wir mal. Ja, komm. Ach. Bravo, super. Ja, super. Ich komme. Ja, komm, mach ich, komm. Schön hinterher. Juhu. Juhu. Baba in die Mata. Juhu. Laut Herrn Kneipp muss man so laufen. Ja. Gut, mach noch ein Ründchen und dann machen wir. Ja.